Wir werden jetzt an der Honda NTV vorne das Ventilspiel am vorderen Zylinder messen und am hinteren und wenn nötig auch einstellen. Wir haben hier jetzt den Tank, die Airbox runtergemacht, den Deckel für den hinteren Zylinder und für den vorderen Zylinder müssen wir noch machen. Der vordere ist natürlich ein bisschen komplizierter als das bei dem hinteren. Die Deckel, die müssen wir noch abmachen. Die beiden. Hier muss man vorsichtig sein. Also bei denen muss man vorsichtig sein, das ist nur Aluminium. Die können leicht kaputt gehen. Oh. Ja. Bei denen vorsichtig sein, das geht noch nicht. Ist auch gut, wenn man hier Fett an das Gewinde schmiert. Mhm. Ja, das. Kugelwelle. Ich mach eben den anderen auch noch ab. Müsste jetzt, glaube ich, schon so gehen. Ja. Zack, ist das ab. So, und jetzt hat man. Jetzt müssen wir kurz gucken, welche das ist. Das war die 17er. 17er Nuss kommt dran. Ja. Und man kann die Zündkerzen noch rausmachen, dann geht das einfacher, aber das geht auch ohne Zündkerzen. Ja, weil du dann keine Kompression mehr hast. Richtig, genau. Wenn du die Zündkerzen rausmachst. Muss man mal kurz gucken, das wird gegen Uhrzeigersinn gedreht. Und da kommt jetzt hier, müsste man jetzt eine. Hierdurch jetzt. Hier muss man das gleich sehen können. Und dann muss man das auf den Kompressionstakt stellen. Da sind jetzt zwei Markierungen drin. Wenn ich jetzt weiter drehe, dann müssen wir, du wolltest für den hinteren als erstes machen, ne? Ja. Dann kommt jetzt als erstes F. Ich sehe das nicht. Ja. Da kommt als erstes F. Das ist ein F und dann muss man noch weiter drehen. FT kommt dann. FT, das für den vorderen Zylinder. Das vordere. Und noch ein bisschen weiter. Dann kommt der für den hinteren. Wo wir jetzt gerade dran sind. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das der Kompressions. Müssen wir gleich gucken. Jetzt öffnet ihr das Ventil. Sieht man das? Kannst du mal eben draufknallen. Ich guck mal eben, ob ich das. Ob welcher Takt das ist, kannst du mir ja gleich sagen. Ich dreh noch ein Stück weiter. Jetzt löst er das Ventil. Jetzt ist wieder F. Ist das jetzt der Kompressions- oder der andere? Die müssen ja jetzt alle beide geschlossen sein, ne? Ne, die sind aber noch nicht geschlossen. Ja, dann muss ich noch einen weiter, ja? Ja. Noch einmal weiter drehen. Jetzt sind die los. Okay, jetzt muss ich noch eben kurz. Jetzt sind die Kipphebel los. Okay. Warte, ich muss noch eben zu dem Todpunkt drehen. Ich drehe jetzt noch eben kurz, bis RT da steht. Da muss RT stehen. Jetzt kannst du mit Fühlerlehre dazwischen und dann messen. Okay. Dann muss da die Markierung, die innere Markierung muss mit der Markierung übereinstimmen. Die zwei Querstriche. Kann man da auch erkennen, ob man das auf die Kamera erkennen kann. Auslass, das Auslassventil hat 0,30. Ja. Ist viel zu viel. Ja. Nur 20 geht auch zwischen. Ja, sehr gut sogar. Ja, ne, dann. Also wir haben jetzt das Auslassen, die Einlassventile kontrolliert. Die sind zu groß eingestellt. Die müssen nachgestellt werden. Und wir werden jetzt die Kühlflüssigkeit ablassen, damit wir das Thermostat nach oben bewegen können und den Kühler abklappen können. Damit man den Ventildeckel dran kann. Ja, richtig.
Sie abnehmen, sonst kommt da nichts raus. Ja. Halt doch fest. Ja. Jo, da läuft's. Ja, geht auch durch. Jo, also haben wir das jetzt gut eingestellt. Mhm. Das ist gut eingestellt. Die sind fest, wa? Ja. Oh, der 0,20er, der passt nicht mehr drunter. Und der 0,15er, der passt drunter. Guck. Mhm. Ja, passt so. Und der 20er kriegst du auch noch durch? Nee, den 20er, den kriegst du nicht mehr durch. Der 20er, der geht nicht mehr durch. Nee, der geht nicht mehr. Ja, gut. Gut eingeschnallt. Passt doch. Ja, dann sind die Einlass- und das Auslassventil ist eingestellt. Das war eine schöne Yamaha, ne? Ja. Ja. Okay, also die sind auf 0,15, die sind auf 0,15 und die sind auf 0,20. Und passt das. Und Deckel wieder drauf. Ja, und Deckel wieder drauf. Das muss, genau. Ja. Sitzt das wieder. Der Kühler, der wird jetzt abgeschraubt, damit wir hier durchkommen. Wir müssen auch das Hitzeschild muss auch noch abgenommen werden. Dann können wir die Schraube entnehmen. Na, lässt er sich schon. Aber wir müssen das Ding noch abnehmen. Das Rohr, das muss noch abgenommen werden. Dann können wir den abnehmen. Ich muss mich auf den Boden setzen. Die sind schön fest. Oh ja, da kommt's. Boah, Alter, die ist ja fertig. Und wie sieht die aus? Ist die abgebrochen? Nee. Nicht? Aber rostig. Okay, oh, können wir ja auch sauber machen. Ja, da muss nur noch die andere da. Mhm. Ja. Warte, die hast du schräg. Da musst du gerade dran. Ja, jetzt hast du. Ja, jetzt hast du. Ja. Können wir den. Na, dann müssen wir nur noch das Stromkabel abmachen. Das Kabel muss noch ab und ich weiß nicht, ich glaube. Das Teil auch noch hier, damit wir den komplett aus dem Weg haben. Das geht so nicht, wie du das vorhast. Wie willst du den Deckel denn da rauskriegen? Schelle ist lose. Ja. Kommt. Er kommt.
immer ich. Na, der kommt. Ja, da ist er. Und ab. Da ist er. Ja. Dann müssen wir das Hitzeschutzschild. Nur so Steckverbindungen, die werden rausgedrückt und dann kann man das direkt mit rausnehmen. Das kann man, glaube ich, das kommt schon so raus. Ja, da haben wir es. Das ist das Schutzschild. Und dann müssten wir da jetzt so ankommen. Weiter zur Seite hängen lassen. Ja. Oh, passt das. Ja, perfekt. Das war. Der Decker. Das hat eine Fummelarbeit. Ja. Hat eine Fummelarbeit, Alter. Ja. Jetzt müssen wir hier wieder drehen. Jetzt wieder richtig eingestellt, man kann das an der Linie erkennen und an der Linie da hinten, an dieser Linie hier, an der und an der Linie. Ist auch zu viel Spiel. Ja. Mit 20 geht rein. Das sind 0,15er. Die sind noch gut eingestellt. 0,20er. Passt da nicht zwischen. Iets ist noch gut. Ja. Wenn wir jetzt die Mautschlüssel nicht hätten, ne? Ja. Ein Problem. Ja, dann wäre das beendet, dieses Thema. Aber ich wusste ja, dass du die hattest. Dass du die hast. Das sind ja keine normalen. Ja. Da bin ich endlich los. So, 20, ja. Dürfte jetzt nicht mehr reingehen. Das passt, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, Dichtung ist jetzt ab, wir machen das ein bisschen sauber und dann kommt eine neue Dichtung dran.
neue Dichtung wird jetzt mit Hulima eingeklebt. Genau. So. Das ist hier wichtig, wichtig. Nur die Lippen zu erwischen. Ja, das passt. Passt das auch schon mal. Jetzt drehst du den um, den Deckel komplett und drückst von oben. Komm. Ja, so genau. Und jetzt, ja. Genau. Das ist jetzt setzt. Ja. So, so liegen das. Von der Lage macht, sich informieren lässt von der Polizei in Münster und von seinen Sicherheitsexperten im Innenministerium. Es ist noch völlig...